Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 37 von Zombie. Präsentiert von Celine, aka Queen Nerd Didala. Rückwärts Zombie heißt Ipmops. So, wisst ihr das jetzt auch? Wir sind weiter im absoluten Wahnsinn gefangen hier. Ich weiß nicht, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Wir haben die Panacee auf dem USB-Stick aus den königlichen Bunker geklaut. Und now we're kind of fucked. Alright, ich glaube, wir müssen jetzt zurück ins Safe House vielleicht? Ich weiß es nicht. Oh, nee. This is the Ravens of Dee calling all survivors. London is now officially a no-rescue zone. And firebombing will commence shortly. We've got time for one final chopper evac. Stock up your bobs and haul off to the Tower of London. Scheiße, ich muss da lang. Oh, fuck. Ich verpiss mich hier mal, ne? Oh Gott, da stand auch noch einer. Alter. Wieso ist das zu? Nein, ich muss da oben lang. Ach du Scheiße. Moment mal eben. Ja, Ryan, jetzt hast du echt ein bisschen... Die Rahmen von Die planen eine erneute Evakuierung vom Tower von London. Ich muss meinen Bob im Safehouse wieder auffüllen und dann schleunigst hin. Ja, dude, why the fuck is this closed? Jesus, fuck this, bitch. Toll, jetzt habe ich alle Türen oben zu. Oh, ja, oh, jetzt habe ich gleich Action ohne Ende. Ja, ich würde auch heulen, wenn ich du wäre. Oh, fuck. Ich pack das mal auf die 4. Ach du Scheiße, ne. Alles klar. Ja, dann. Ja? Hallo? Ist der da tot, der da liegt? Oder was ist mit dem? Okay. Egal. Ist voll. Egal jetzt. Ich kann hier nicht lange rumdiskutieren. Ich muss jetzt echt den anderen Weg gehen. Hä? Oh. Kommt er denn her? Hä, war da ein Gang? Alter. Oh, stirb! Oh, Ryan. Das hast du echt nicht verdient, ey. Wo kam der denn jetzt her? Kleine Bitch. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen, meine Lieben. Was läuft denn da? Oh, hallo. Ja, auch. 7 von 10. Oh, fuck. Wo? Wer? Ich weiß nicht... Was? Wo ich lang muss. Kann ich auch hier oben lang? Oh! Okay. Was? Wieso ist das so dunkel geworden? Alter, ich drehe hier gleich vollkommen am Rad, Mann. Wo? Nee. Nee, da will ich nicht raus. Um Gottes Willen, da will ich nicht raus. Huh.
Ja, und jetzt? Komm her. Komm hierher, gedackelt. Weißt du, erst kommt er ganz langsam und dann rennt er hier auf einmal. Wie von einer Tarantel gestochen. Fucking empty. Da waren gerade noch. Ja, ich höre euch ganz genau. Zwei da. Ja, fast vorbeigelaufen. Beim Pommesessen hat er sehr gekleckert. Guckt euch mal die Front seines... Ich weiß nicht, wie ich ins Safe House komme, Leute. Das ist hier alles... Nee, da nicht lang. Ja, du Schisser. Hier steht doch alles auf. Es ist doch nur... Es ist doch einfach nur traurig. Ist das da hinten Munition? Moment mal. Was droppe ich denn mal? Ich droppe das. Ich brauche ein Pistolenmuni. 4. Ja, immerhin, ne? Also. Oh. Kann ich was nachladen? Na. Ich lasse es so. Okay. Obwohl, Moment. Ach, Leute, sorry, ich kann mich nicht entscheiden. Bitte, jetzt fang nicht an loszulaufen, du alter Pimpf-Pompf. Ah, das ist die 1, okay. 1, nachladen. Da passen 20 oder 19 rein. Egal. Egal. Den einen Pfeil. Ich meine, Pfeil und Bogen können wir eh nicht benutzen. Haben wir keine Zeit für. Seriously. Auf zu. Man weiß es nicht genau. Bei dem Mayhem, was hier abgeht. Das hört sich nicht gut an. Ich dachte, hier kommt jetzt so ein Explosions... Wow, ich bin etwas wortkarg. Das merkt ihr. Es tut mir leid, aber ich... ich krieg schon Sodbrennen, weil ich so aufgeregt bin. Okay, noch einmal ein Safe House und dann den letzten Fluchtversuch da. Hello. This is Sandra from the Ravens of D. We just caught a transmission from Buckingham Palace. Is it true you have the panacea? That's incredible. Please come to the tower as quick as you can. The whole world needs it. Ja, ja. The whole world needs it. Wieso könnt ihr mich denn nicht abholen, wenn die ganze Welt das braucht? Jetzt muss ich noch... Ich meine, was ist das denn für ein Risiko, was die eingehen? Ich kann doch dabei draufgehen und dann war es das mit dem Heilmittel. Obwohl, es ist ja kein Heilmittel. Es ist ja eine Impfung. Ich scanne nochmal eben. Mind the Gap. Ich glaube, die Gap ist jetzt mein kleinstes Problem hier. Mind the Gap. Mind the Zombies. Mind the Death lurking around every fucking corner. Mind the Doors. Dass das noch funktioniert. Oh. Ah, beim Scannen, dann mache ich immer Schissel und dann... Wo? Da hinten.
Wow, wow, wow. Oh, nochmal ins Safehouse. Jetzt geht hier meine Batterie. Wo komme ich denn da nochmal hin? Ich bin so aufgeregt, ich check überhaupt nicht mehr, wo ich ins... Check, wie ich ins Safehouse komme, da. Okay, meine Lieben. Das hier mal eben ausrüsten und nachladen. Alright. Hier dran. Oh, I see how it is. You're all bloody plotting and conspiring behind my back. The doctor, the ravens. You know what? Uh-oh. Fine. Try to save yourself. Die in the fire for all I care. You're no survivor like me. None of you are. You're nothing to me. Go on. Go. Get out. Ey, ich bin jetzt mal wahnsinnig. I gave you shelter, weapons, equipment. I taught you how to survive. You'd be dead without me. And this is how you repay me. Soll ich noch ein Dings mitnehmen, oder? Oh, you're all grown up now, strutting off on wild goose chases all by yourself, sticking your neck out. But just remember where I found you. So, Moment mal, Leute. Oh, wow, was... Ich glaube, ich nehme noch ein Medipack mit. Junge, beruhig dich, du machst mich nervös, du Affe. Okay, Leute, jetzt kommt's echt drauf an. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ganz langsam. Ganz langsam. Oh, mir schlägt das Herz bis zum fucking Hals, Mann. Moment mal. Das ist auf der 1. Okay, alles klar. Okay, weiter geht's. Wird die Taschenlampe immer beschissener, je schlimmer das Spiel wird? Ich glaube ja. Errungenschaft freigeschaltet. Ich habe überlebt. Nee, ich habe noch nicht überlebt. Ach, der Prepper war die ganze Zeit im Nebenraum. Das hatte ich auch vergessen. Ist klar. Weißt du, wir müssen uns Kuchen und Sprudelwasser und was weiß ich jetzt alles auf der Straße suchen. Super, danke Typ.
This is the Prepper. Do you read me? Over. Leute. Meine Hände. Okay, ich muss sagen, ich hatte natürlich am Ende jetzt Vorteile, dass ich wusste, wo ich hin muss. Ihr wisst überhaupt nicht, was da für eine riesige Horde Zombies kommt, wenn man das nicht weiß. Ihr habt ja gesehen, da unten standen ja jetzt schon 10, 15. Das wird immer schlimmer. Man macht, glaube ich, am Anfang den Fehler beim ersten Durchspielen, dass man da oben an dieses Gewehr geht. Man hat aber erstmal nicht so viel Munition dafür. Und zweitens, wenn man das macht, dann kommt man da gar nicht mehr weg. Es war ja jetzt schon total knapp. Alter, ich kann nicht mehr. Das ist der Wahnsinn, ey. Wie hat euch denn Zombie gefallen? Kanntet ihr das schon vorher? Habt ihr das einfach nochmal angeschaut? Also ich glaube, es gab keine Änderungen. Zwei kleine Sachen vielleicht. Also mit Placement von irgendwelchen Items oder so. Zu Zombie U. Wie gesagt, das ist jetzt schon über 3 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Direkt als es rauskam und danach nochmal halb. Oder nee, nochmal ganz. Wahnsinn. Ich finde das Spiel großartig. Mir macht es super viel Spaß. Man kann über die Grafik lästern, wenn man mag. Aber solange irgendwie das Feeling stimmt, mein Gott. Also, das ist jetzt nicht alles irgendwie Grafik. Ich finde es halt super gut. Ich finde die Stimmung gut. Mir hat es Spaß gemacht. Mir hat es beim ersten Mal Spaß gemacht. Mir hat es jetzt wieder Spaß gemacht. Schade, wir hatten den dritten Ryan, der dritte Charakter. Verdammte Hacke. Der Daisy, dachte ich, wir kriegen es mit der Daisy hin, aber ich hatte komplett die Adrenalin. Die Arena verdrängt. Verdammt, ja, da habe ich mich dann selber in die Luft gejagt, weil ich auf diese Fässer geschossen habe. Das hätte klappen können, hat aber nicht. Puh, Wahnsinn. Würdet ihr das Spiel denn auch selber nochmal spielen, jetzt wo ihr es gesehen habt? Oder würdet ihr eher nicht Zombie nochmal spielen wollen? Was hat euch nicht gefallen? Was hat euch gut gefallen? Ja. Wir haben, glaube ich, alle Waffen. Wir haben, glaube ich, nicht alle Aufwertungen, weil wir ja jetzt in dem Palastuntergrund hätten noch was sprengen können, was wir, wo wir kein C4 mehr für hatten. Ich weiß nicht, da war bestimmt nur eine Aufwertung oder so hinter. Komme ich jetzt nochmal dazu, euch die Briefe zu lesen? Das habe ich jetzt natürlich total verpeilt von der Queen. Ich weiß nicht, ob wir da gleich nochmal rein können, weil wir werden ja nicht mehr im Safehouse spawnen. Und wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ja, doch, bevor wir losgerannt sind am Ende. Vielleicht komme ich noch dazu, euch die vorzulesen. Ich weiß nicht, ob ich aufs Inventar zugreifen kann. Das weiß ich echt nicht mehr. Die Musik war manchmal ein bisschen übertrieben hier. So mit diesen... Und dann kam nur ein Zombie und dann war der tot. Und dann war auf einmal wieder Totenstille. Aber das bringt dich schon... Also der... Mein Puls ist richtig hochgegangen, als wir mit diesem Alarm, den wir da unten im Palastbunker in diesem Tresor ausgelöst haben. Alter, da ist mir fast der Kopf weggeflogen, ne? Dann bist du sowieso schon so aufgeregt, es ist dunkel, die Batterie geht leer. Du weißt nicht, dann springen irgendwelche Zombies aus irgendwelchen Gewässern hoch. Alter Schwede. Ich weiß nie, ob man einen Abspann laufen lassen soll. Oder nicht. Ja, die Panacee, wo die
große Hoffnung reingesteckt hat. Ich meine, ein Impfstoff ist ja Impfstoff, Jesus, ist ja besser als gar nichts. Also die Leute, die dann halt noch Überlebende sind, dass man die dann impfen kann, ist ja ganz cool. Heilmittel wäre natürlich besser gewesen, aber, you know. Wir haben das jetzt aber immer noch auf dem USB-Stick. Jetzt weiß man natürlich nicht, ist das übergeben worden. Ich habe ja meine... ich habe überlebt. Errungenschaft gekriegt, die seht ihr, glaube ich, nicht. Aber die habe ich bekommen. Das Hörspielstudio Berlin. Ich würde ja super gerne mal was synchronisieren. Ne? Vor allen Dingen Spiele, da hätte ich voll Lust drauf. Ja, ich glaube, ich möchte es, falls jemand das wirklich alles lesen möchte. Und natürlich möchte ich auch die Menschen, die dran gearbeitet haben, die würdigen. Deswegen lasse ich das jetzt mal durchlaufen. Der Prepper, die alte Schweinebacke. War der die ganze Zeit im Nebenraum? Hat uns irgendwie, wir sind da halb abgekratzt, hat... In diese komische Kiste hat er ja keine Nahrung reingetan, nichts. Und wir haben ja gesehen, er hatte Nahrung im Überfluss. Und er lässt dann immer andere Leute für sich die Scheißarbeit erledigen, so wie er den Nächsten jetzt quasi zu sich gerufen hat. Ja, so einer ist das. War ganz nah bei uns. Und deswegen auch hier das Safety. Der hat doch irgendwann mal gesagt, du bringst unser Safe House in Gefahr. Wieso machst du das? Und ja klar, ich meine, wenn ich überrannt werde, dann gibt es auch für ihn ein Problem, wenn er direkt nebenan ist. Testers, German, Daniel Wakeford. Das hört sich nicht sehr deutsch an. Also ich finde es super gut. Schade, 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 dass das Spiel nicht so gut angekommen ist. Ich glaube, das lag aber nicht am Spiel, sondern an der Wii U selber. Und das Core Gamer in Anführungsstrichen, das ist ja eher so, die Wii ist ja immer noch verschrien als Familienkonsole. Dass Leute richtig ernsthafte Spiele, die auch brutal sind, nicht ernst nehmen auf der Wii U. Was ich total Schwachsinn finde, weil es ist eine Konsole wie jede andere. Ich mag das Pad total gerne. Ich fand das auch super integriert, dass das der Rucksack war und du hast halt auf dem Bildschirm, auf dem du normalerweise gespielt hast, das Geschehen gehabt und dein Pad war dann halt dein Rucksack. Du musst immer rauf und runter gucken, ob da jetzt jemand kommt. Hier war es ja ein bisschen einfacher gelöst. Du hast das alles auf einem Bildschirm gehabt und konntest deswegen noch schneller reagieren. Ich fand das auf der Wii U, konntest du, da hast du noch, warst du noch viel mehr unter Strom irgendwie. Also das war... Jetzt wackele ich schon wieder. Zombie Ubisoft Teams. EMEA Ubisoft Partners. Wahnsinn, wie viele Leute immer in so einem Spiel mitwirken. Ja, es war ja Montreal, deswegen diese ganzen französischen Namen. Alexandre Lavallée? Wie wird das ausgesprochen? Lavallée? Ich danke aber ganz, 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 ganz herzlich den Leuten, die regelmäßig dabei waren. Es hat mir, eure Kommentare haben mir super viel Spaß gemacht. Und ich musste das ein oder andere Mal sehr lachen über die Kommentare, weil die auch immer natürlich was mit den Folgen zu tun hatten. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich hoffe, dass ihr dann auch in meinen nächsten Let's Plays, ich weiß nicht, was ich jetzt für Zombie U als Ersatz mache. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal Life is Strange weiterführen. Soma wird ja wahrscheinlich noch eine Weile laufen, denke ich mal. Da bin ich ja erst in Folge 14 oder so. Oder 15. Da muss ich, das nehme ich jetzt gleich im Anschluss mal wieder auf, Soma. Ja, bitte abspannen. Das hört ja nicht auf. Es ist ja unfassbar. Jetzt. Nee, doch nicht. PC Requirement Lead. PC Platform. Ach ja, das ist jetzt ja alles neu. Das gab es ja vorher nicht. Für die Leute, die vielleicht Ahnung haben von sowas, ist es schwer, ein Spiel auf andere Plattformen zu übertragen, zu transferieren? Also was für eine Arbeit bedeutet das wirklich?
sind die immer, wenn die jetzt nur für die Wii U programmiert wurde, natürlich musste man umdenken mit dem Pad, das musste man integrieren als Steuerung. Aber sonst, wie gesagt, hat sich nichts geändert. Die Story ist, glaube ich, genau gleich geblieben und auch die ganzen Level, das war auch alles genauso wie in Zombie U. Ich kenne mich halt mit sowas überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit sowas ist. Aber ich bin froh, dass sie es rausgebracht haben. Und es war auch nicht so super teuer. Und es gab ja mal Gerüchte, dass es einen zweiten Teil geben soll, der aber nicht mehr von Ubisoft rauskommt. Ich hoffe sehr, dass sie das machen. Weil, wie gesagt, mir hat super viel Spaß gemacht. Und man kann nicht genug Zombie-Spiele haben, wenn man mal ehrlich ist. Ja, und es nimmt kein Ende hier. Tiberio, das scheint ein beliebter Name zu sein. Habe ich schon 100 Mal gelesen jetzt. Uplay PC Team. Nils Bande. Ja, mir geht jetzt langsam hier der Stuff zum Quatschen aus. Ich weiß auch nicht, wie lange das noch geht. Das ist ja der Wahnsinn. Wie bei einem Hollywood-Blockbuster ist das mittlerweile. Ubisoft Kiev, Uplay PC Team. Ich überspring mal, ja? Ich wollte jetzt niemanden vor den Kopf stoßen, aber wir sind nämlich noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Könnt ihr es euch glauben? Wir sind noch nicht fertig, meine Lieben. Ich wusste es, deswegen musste ich diesen Abspann bis zum bitteren Ende. Wir müssen jetzt wieder zum Tower of London. Ich bin total verwirrt. Das Licht ist einfach nur Schroddelschissel. Wo? Ja, ihr Mädel. Ich komme. Chill mal eine Runde. Muss mal eben gucken. Das haben wir auf der 1. Ich packe das jetzt mal auf die 4. 1, 4. Ja. Ich bräuchte echt mehr Slots. Unten durch. Oh, fuck. Kommt hier einer hoch? Ja, sie kommt hier hoch. Alles klar. Ich muss jetzt... Ich weiß, ich werde hier gestresst von diesen Motherfuckern. Aber... Das kann ich mir jetzt hier nicht geben. Oh, was? Ey, jetzt muss ich eben die 3 nehmen. Ich muss hier voll durchgehen. Und dann packe ich das Neue auf die 3. Was? Ich stehe da oben drauf und der krabbelt und der trifft mich? Ey, geht's noch? Solange ich kann, benutze ich hier noch meinen Schläger. Wir haben diese eine Tür da nicht aufgemacht am Palast. Das wird scheiße werden, glaube ich. Ich habe das beim ersten Mal gemacht. Ich habe es irgendwie jetzt verpasst. Ich weiß nicht, ob wir jetzt überhaupt flüchten können, ehrlich gesagt. Stirb doch bitte, Freund der Sonne. Ain't nobody got time for that. Sie. Egal. Scheiß drauf. Da sind 2. Moment, ich muss mal eben hier... Ach, der kommt. Okay. Ich wollte hier mit... Ja, warum ihr mich nicht hier abholen könnt, weiß auch kein Arsch, ne? Komm hoch jetzt. Der kommt hier nicht hoch.
Moment, ich muss mal eben... Oh, fuck. Ich will mal eben ausrüsten. Okay, nachladen. So viel wie möglich versuchen vom Weiten. Wo ist der eine? Wo ist der hingelaufen? Ist da noch was? Nee. Ah! What the fuck? Wo kommst du denn her, du Arsch? Alter. Okay. Ich rüste das nochmal aus. Ich kann ja dann schnell wechseln. Okay, nachladen. Und jetzt hier runter. Also ist der hier den kompletten Weg unten lang gelaufen, die alte Hupe? Ach Gott. Okay, Rucksack hoch. Ach Mist. Was war das denn? Okay. Nochmal eben. Ausrüsten. Weg. Nachladen. Hier kommt keiner mehr, ne? Muss ich hier rüber... Ah, da ist noch einer. Die alte... Okay. Nachladen. Mach schneller! Okay. Nochmal nachladen. Alright, hier durch. Jetzt wohl eher auf Nahkampf. Oh. Ja, nehmen wir mal mit. Was? Ist hier noch einer? Nachladen. Okay. Wir packen jetzt das. Wir rüsten das jetzt mal eben aus. Okay, den kriegen wir auch so weg. Okay. Schön mit der Ruhe. Ich, beim ersten Mal habe ich mich so hammermäßig stressen lassen. Alright. Ich rüste das jetzt mal wieder aus. Das ist jetzt total mühselig. Es tut mir wirklich leid. So, das... Ey, das Tor ist auf. Wie ist das Tor auf? Okay, das muss auf sein, weil mein Safehouse brennt. Oh, fuck. Moment mal. Das packen wir mal eben auf die 4. Und das rüsten wir mal eben aus. Nachladen. Ja, komm du halt hier runter. Mir soll's recht sein. Okay. Langsam, langsam, langsam. Es ist... Oh, jetzt brennst du auch noch, du Arsch. Fackel mich hier bloß nicht an, ey. So. Mal kurz checken den Radar und nochmal jetzt hier. Jetzt habe ich natürlich hier 1, 2. Das ist auf der 3. Was packe ich auf die 4? Das kommt auf die 4. Weiter geht's. Die 1 ist nachgeladen, ne? Ja, ist gar nicht mal so geil, die Waffe. Aber nun gut. Habt ihr noch was dabei? Nein. Nein. Ja, er hat was dabei. Plündern. Maschinen. Naja, egal. So. Alright. Alright, alright. Ich komme. Huhuhuhuhu. Alles klar. Oh nein, jetzt geht die Batterie leer. Mal kurz warten. Hier ist nichts mehr, oder? Hier ist keiner mehr. Alles klar. Ich will doch mal eben das jetzt ausrüsten. Ein bisschen warten, bis die aufgeladen... Ah, ich bin total aufgeregt. Wir müssen die Flucht schaffen. Du kannst das Spiel entweder beenden, indem du... Oh. Wie komme ich denn da hinten hin?
indem du schaffst die Flucht oder nicht. Ach, ich hätte ja auch lang gekonnt, ich Idiot. Okay, egal. Licht an. Alright, durch hier. Ja, ja, klar, stehen alle auf. Logisch, oder? Okay. Der steht doch auch auf dieser kleine Motherfucker da hinten. Moment. Ich rüste das wieder aus. Okay, nachladen. Habe ich mal eben Zeit zu scannen? Schokolade. Okay, egal. Alright. Da ist noch einer aufgestanden. Wo denn? Nein! Oh, einer? Ist gut. Stirb doch! Puh. Alright. Alles klar. Da ist noch Muni. Schrotgewehrmunition. Ich scanne nochmal eben. Ich wirke wirklich ruhiger, als ich bin. Ich raste innerlich gerade komplett aus, ey. Das ist unfassbar. Nachladen. Die ist nachgeladen. Moment, ich mache erstmal wieder hier das hier. Ausrüsten. Hoch. Wo? Oben. Ne. Wo? Da unten? Mhm. Okay, alles klar. Nachladen. La 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 la. Okay. Okay, nachladen. Ich kann immer nachladen. Wie viel Schuss habe ich hier noch drin? 6. Dann wechseln wir jetzt da drauf. Okay. Nee, Moment mal. Leute, ich drehe hier gleich voll am Rad. So. Okay, den haben wir. Nachladen. Ich glaube, ich muss jetzt... Oh, fuck. Schnell gewechselt. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Da oben läuft noch einer, glaube ich. Okay, okay, come on. Es darf hinter mir noch keiner kommen jetzt. Dann ist Kacke angesagt. Komm her. Geh kaputt, Dude. Okay. Machen wir mal die 4. Orion, we did it, dude. We fucking did it. Oh, da haben sich die aber schnell vermehrt. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt, hier vorher weg zu sein. Da steht aber noch das Ding, was ich zerschossen habe. Der Störschissel. Wir haben es geschafft, meine Lieben. Wir haben es geschafft. Wir gucken nochmal. 3 Überlebende haben wir gespielt. 14 Stunden, 12 Minuten, 41 Sekunden. Letzter Spielstand 13:22 Uhr. Das ist der von jetzt gerade.
Ich gehe da mal ganz kurz rein. Dieses Spiel ist abgeschlossen. Möchtest du den letzten Spielstand löschen und mit einem... Nein. Ich kann euch die Briefe leider nicht mehr vorlesen. Das tut mir echt leid. Das ist echt doof jetzt. Hätte ich noch im Safehouse machen sollen. Schissel. Also, ich kann nur ein neues Spiel beginnen. Das ist natürlich schlecht. Aber wir haben es geschafft. Wir konnten fliehen. Wir sind nicht gestorben. Ich habe mich nicht stressen lassen am Ende. Wenn du dann nämlich durchrusht und dann kommen sie von allen Seiten und du versuchst schnell zu diesem Helikopter zu kommen, weil sie ja auch immer sagt, jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm. Total ätzend. Habe ich schon gelernt in Spielen. Normalerweise stimmt das nicht, wenn die sich so stressen. Wow, wir sind durch. Diese Folge ist jetzt 100.000 Stunden lang. Es tut mir wirklich leid. Es ist die letzte Folge. Das musste natürlich noch mit dran. Ich wollte nicht noch einen Cut machen. Und meine Lieben, vielen, 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 vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. God save our precious queen.